Hey Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir sind hier heute gerade wieder als Polizist in GTA 5 RP unterwegs, Leute. Wir sind gerade auf Streife. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Wir machen die Sirene an und gucken mal, ob wir hier irgendjemand aus dem Verkehr rausziehen können. Oh mein Gott, Leute, schaut euch check, mal unser... Check, Nummer 42. Hey Crimex, bitte wieder zum Revier kommen. Check, abdrehen. Hä, Leute, habt ihr gerade den Funkspruch gehört? Ich soll wieder zurück zum Revier kommen? Was denn jetzt los? Leute, ihr wisst es ja, wir sind gerade als Polizist unterwegs und haben uns ja in der letzten Folge zur Millionärpolizei hochgearbeitet. Deswegen dürfen wir hier in so krassen Autos unterwegs sein. Ich weiß jetzt nur aber gerade nicht, warum der Chef uns hier ins Büro wieder gerufen hat. Leute, haben wir irgendeinen Fehler oder so gemacht? Ey, habe ich gegen irgendeine Regel verstoßen? Wir sind doch hier ein voll cooler Polizist. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Naja, gut, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder hier ins Polizeirevier rein und gucken mal, was hier unser Chef von uns heute will, Leute. So, wo ist er denn? Da ist er doch. Moin, Meister. Ja, moin, mitkommen. Ab in mein Büro, ja. Okay, Leute. Warte mal, wenn der Chef mit uns im Büro sprechen will, ich glaube, das ist nie eine gute Sache. Na gut, wir laufen jetzt mal hinterher hier. Ja, Sergeant, Sir, was kann ich für Sie tun? Crimex. Also die letzten Tage haben Sie ja super Arbeit geleistet, haben sich aufsteigen lassen zur Millionärspolizei. Ja, alles war ja genau, nach Schnürchen gelaufen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, richtig. Aber allerdings habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Mit welcher wollen Sie anfangen? Erst die schlechte. Ja, wie soll ich sagen? Die schlechte Nachricht ist, Sie sind hier raus aus der Polizei. Warum werde ich entlassen? Ich habe doch voll den guten Job als Polizist gemacht. Ja, Sie haben einen guten Job gemacht, deswegen kommen wir zu der guten Nachricht. Und zwar, Sie werden versetzt. Wohin? Ja, aber Sie packen jetzt Ihre Sachen und gehen rüber zum FIB-Gebäude. Zum FIB? Oh mein Gott. Ich glaube, Sie werden in die SWAT-Unit oder in die FIB-Unit. Oh mein Gott. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay, Sir, Sergeant Sir, danke schön für die Information. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gehört? Das FIB will uns hier vielleicht anstellen, Leute. Alter, wie krass wäre das denn? Okay. Also aktuell sind wir ja schon bei der Millionärspolizei. Das ist ja hier schon echt ein ziemlich guter Titel. Wir dürfen hier immer die krassesten Autos fahren. Schab. Das Auto muss stehen bleiben, ja? Wie soll ich denn da zum FIB kommen? Sir, das Auto ist wohl von der Polizei, nicht vom FIB, das können wir nicht leisten uns, ja. Also ich hätte noch für Sie was anderes, ja. Kommen Sie wieder mit. Kommen Sie da. Okay, Leute, ich darf jetzt hier nicht mal das Polizeiauto mehr fahren, weil ich jetzt offiziell nicht mehr bei der Polizei eingestellt bin. Das können wir noch allein. Okay. Wie ein Fahrrad kriege ich hier nur? Ja, das ist ja von der Polizei, das müssen Sie wieder zurückbringen. Mann, ja, danke für nix. Ey, Leute, jetzt bin ich hier so ein Fahrradpolizist oder was, ey. Na gut, Freunde, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal zum FIB-Gebäude. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt wirklich einen Job, weil unseren Job bei der Polizei sind wir auf jeden Fall los, Leute. Let's go, wir fahren da jetzt mal hin. Oh, ey, Leute, okay, wir sind jetzt hier endlich angekommen. Jetzt parken wir hier mal unseren Drahtesel FIB. Ihr seht's hier schon. So, wir gehen da jetzt mal rein. Okay, warte mal, hier ist jemand am Empfang. Moin, Meister, Max Crimex, mein Name. Max Crimex. Ich habe einen Termin hier beim FIB. Ja, Moment, einmal kurz eintippen. Okay, Stock 49. Okay, danke schön. Ja, viel Spaß. Oha, Leute, ins 49. Stockwerk werden wir hier gerufen. Das ist die Chefetage, Leute. Ich glaube, wir kriegen hier wirklich einen Job angeboten. Das wäre übelst krass. Okay, wir fahren da jetzt mal nach oben. Oha, Leute, wir sind in der 49. Etage angekommen. FIB Headquarter hier. Okay, jetzt muss ich mich hier nur erstmal zurechtfinden. Wo ist denn hier der Chef? So, mit wem müssen wir denn hier quatschen? Hallo, guten Tag, ist hier jemand? Oh, da vorne läuft jemand. Boah, der sieht hier schon echt krass aus. Der sieht ja schon wichtig aus. Crimex, guten Tag, guten Tag. Willkommen. Ja. Willkommen beim FIB, sind Sie gut angekommen hier? Ich bin sehr gut angekommen. So, dann kommen Sie direkt rüber, hier haben wir Ihren Platz hier. Oha. Ihr persönlicher Schreibtisch. Wir haben hier sogar einen eigenen Schreibtisch. Wie krass ist das denn? Gucken Sie mal diese Ausblicke. Boah, sehen Sie? Das ist echt ein heftiger Ausblick, ja? Das freut mich doch. Das ist super. Also hier ist Ihr Arbeitsplatz. Aha. Ne? Hier in der Schublade können Sie erstmal hier einen schönen Anzug rausholen, weil Sie müssen nicht für den PD die komische kleine Billiguniform tragen. Alter, ich krieg hier einen neuen Anzug, Leute. Okay, warte mal. Wir holen uns den hier mal direkt raus, Leute. Okay, Freunde. Also hier drin ist auf jeden Fall meine neue Dienstuniform. Sie können sich auf jeden Fall gleich umziehen. Aha, ne? Ja. Ist das hier jetzt sowas wie Millionär-SWAT oder was ist das hier für eine Einheit? Wir sind hier die normale FIB-SWAT-Unit. Wenn Sie sich hocharbeiten, kommen Sie vielleicht dahin hier. Alter, okay, Leute, wir müssen uns also auch wieder hocharbeiten. Das hier ist jetzt erstmal hier das normale SWAT und wir können bis zum Millionär-SWAT werden. Einfach um hier kurz, ja? Ja, okay, danke schön. Hier können Sie sich kurz umziehen, ja? Ja, ich gehe hier kurz in die Toilette rein, danke. Oh, ja. Leute, wir werden jetzt hier unsere SWAT-Uniform anziehen, Freunde. In 3, 2, 1, let's go! Oh, Leute, was? Schaut euch mal an, wie krass wir jetzt hier aussehen. Hier die volle SWAT-Montur haben wir einmal an. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit für meinen ersten Auftrag. Ich hoffe, wir kriegen auch wieder so krasse Fahrzeuge.
So, Sir, ich bin angezogen. Sergeant, Sir. Sehr gut, Sir. Besser ist für Sie. Wir fahren jetzt einmal rüber zu dem Einsatzfahrzeug und dann wird wahrscheinlich auch die erste Einsatzstätte. Oh, wir müssen aber nice. Hier oh mein Gott. In die Garage fahren, ja? Perfekt, Leute. Wir fahren jetzt in die Garage und da kriegen wir unser Einsatzfahrzeug. Ich bin richtig gespannt. Let's go, Freunde. Wir fahren mal runter. So, wir haben jetzt die untere Etage. Oh, Rating. Leute. Oh mein Gott. Was haben die hier für krasse Autos? Oha! So, Sir, das ist die komplette Ausrüstung des SWATs, ne? Boah! Alter, ist aber echt ein bisschen dunkel hier in der Garage. Ja, das ist passiert hier. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar SWAT-LKWs. Wir haben hier ein paar Zivil-SWAT-Fahrzeuge, ein paar Wasserwerfer. Ey, Leute, schaut euch mal an, was das hier für krasse Panzerwagen sind. Also das hier ist echt die super SWAT-Einheit, ihr seht schon. Alter, richtige Panzerfahrzeuge. Oh mein Gott. Genau, dann haben wir hier SWAT und FIB-Trucks. Das sind eigentlich die Standardwegen bei uns. Ja? Alter, die sind ja super heftig. Schau mal, hier sogar so ein riesen Einsatzwagen, sogar ein Wasserwerfer, falls mal irgendwo ein Aufstand oder sowas ist, Freunde. Oh mein Gott, guck mal, wir gucken uns den mal an hier. Zack, da können wir einmal einsteigen und dann... Tschüss, bitte hier nicht Wasser spritzen. Ja, okay, ja? tut mir leid. Ja, so, Sie bekommen jetzt Ihr Fahrzeug, kommen Sie her. Oh, Leute, was wird unser erstes SWAT-Fahrzeug werden? Ja, Chef, ich bin bereit. Das ist das erste Fahrzeug, was Sie das haben. Das ist mein Sie erstes Fahrzeug. Sie müssen sich entscheiden zwischen diesem FIB-Truck oder dem SWAT-Truck rechts neben dran. Okay. Also ich sag ehrlich, die sehen natürlich beide sehr krass aus. Ich glaube, ich würde hier den weißen SWAT-Truck nehmen. Leute, der sieht übelst cool in weiß aus hier. Ja, okay, dürfen Sie, das ist unser Achtung, fahren Sie vorsichtig. Ja, ich fahr vorsichtig. So, wir haben auch, glaube ich, einen Einsatz bekommen. Warten Sie, ich fahr. Ein Einsatz? Durch. Check. Ich mache jetzt das SWAT-Mobil 911 wieder rein, Sir. Okay, check. So, Sie sollten jetzt im Funk sein, Sir. Checken Sie mal ab. Check, Funk-Check. Ich bin im Funk. Check. Okay, Sir, gehen Sie kurz los. Sie kriegen Ihren Einsatz gleich durchgesagt. Oha, Leute, was? Wir kriegen jetzt hier unseren ersten Einsatz. Wir machen schon mal die Sirene an. Ich bin mal gespannt, wo mein check, erster... Wir haben ein Problem. Check. Wir haben eine Geiselnahme. Check. Geiselnahme. Ich bin an der Bank eine Geiselnahme. Geiselnahme an der Bank. Positionieren die Einheiten. Oh mein Gott. Okay. Geiselnahme an der Bank, Leute. Da sind wir natürlich als SWAT-Team genau richtig für eine Geiselbefreiung hier. Oh mein Gott, Leute, da vorne ist die Bank. Ich denke mal, wir müssen jetzt auch mit dem Entführer Zwei Geiseln, check, zwei Geiseln und ein Entführer drinnen, check. Oha. Okay, Leute, wir müssen einmal aussteigen, müssen wir erstmal die Lage sichern. Jemand, der verantwortlich ist, um die Warnungen zu machen. Leute, wie schnell war eigentlich das FIB denn hier? Wir sind doch auch direkt hierher gefahren. Sir, Sergeant, Sir, ich würde gerne die Verhandlung übernehmen. So, kommen Sie mal hier rüber zu mir. Ja. Sie sind Neuling, oder? Ich bin der Neuling, ja, hier. So, Sie gehen da jetzt rein. Der Verbrecher hat gesagt, nur eine Person darf rein. Sie müssen aber allerdings Ihre Waffen ablegen. So, haben Sie was dabei? Was? Natürlich habe ich Waffen dabei. Ich bin doch eine SWAT-Einheit. Legen Sie sie in den Truck neben dran. Sie dürfen nicht Waffen dabei haben, sonst wird er alle erschießen. Was? Sir. Leute, der will, dass ich da komplett ohne Waffen reingehe. Okay, ich werde alles weglegen. Ja, die Waffen reinlegen, Chef. Oh mein Gott. Okay, Leute, ihr seht, ich habe wirklich gar keine Waffe mehr einstecken. Okay, Sergeant Sir, ich habe alle Waffen weg. Noch nicht reingehen, ich mache einen kurzen Aufschrei, ja? Okay. So, ich schicke jetzt einen rein ohne Waffen. Ich wiederhole, ohne Waffen. Alter, Leute, was passiert hier? Okay, Leute, wir gehen da jetzt rein. Da ist wohl... warte ganz kurz. Wie viele Geisel sind da? Zwei Geiseln. Okay, gut zu wissen. Wir wissen aber nicht alles. Versuchen Sie, die Informationen rauszubekommen. Okay, Leute, wir gehen da jetzt rein. Die Bank wird gerade überfallen. Es gibt zwei Geisel. Wir müssen das Ganze jetzt hier klären. Oh mein Gott! Hilfe! Alles ist gut. Wir sind von der SWAT, um das Ganze hier zu regeln. So, Sie wollen also jetzt hier verhandeln, oder was? Ich habe gesagt, ich will einen Fluchtwagen. Ja, natürlich, wir können Ihnen... Ein Fluchtwagen! Wir können Ihnen einen Fluchtwagen beschaffen, aber dafür wollen wir Geisel haben. Machen Sie die Hände hoch! Ist gut, okay. Wie viele seid ihr von eurer Clownsbande? Ich bin alleine. Der ist alleine, Leute, das ist sehr bin gut, allein. Den können wir ausschalten. Ich will ein Auto haben, sofort, sonst werde ich die erste Geisel erschießen. Okay, alles gut, wir werden dir ein Auto beschaffen, aber lass alle am Leben. Ja, ich will ein Auto jetzt haben. Okay, gib mir 3 Minuten, ich werde dir dein Auto besorgen. Ja. Okay. Ey, Leute, wir müssen kurz mit unserem Chef sprechen, dem kurz einmal sagen, was abgeht. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass wir hier eine Geisel verlieren. Chef, es sind 2 Geisel, er will ein Fluchtfahrzeug haben. Nein, das kann doch nicht sein. Ein Fluchtfahrzeug, wo 2 Stück, ist er bewaffnet. Der Typ ist schwer bewaffnet, ja, das habe ich gesehen. Verdammt. Aber ja, Chef, okay. Ich habe eine Idee, der Typ ist alleine. Ich erbitte um Erlaubnis, um das Gebäude durch den Hintereingang zu stürmen.
Sir, sind Sie sich sicher, dass er alleine ist? Haben Sie einen Einblick gehabt auf die hinteren Gebäude? Er hat zumindest gesagt, er wäre alleine. Sie dürfen ihm nicht vertrauen, Sir. Verhandeln Sie erstmal. Holen Sie die erste Geisel raus oder holen Sie irgendwas raus. Wir bringen so lange einen Fluchtwagen. Okay, okay, okay. Leute, wir müssen hier weiter verhandeln. Ich würde am liebsten stürmen, aber unser Chef sagt, wir sollen weiter verhandeln. Okay, okay, okay. Sie werden Ihr Fluchtwagen bekommen. Dafür möchte ich eine Geisel haben. Wenn der Fluchtwagen da ist, darf der erste raus. Okay, alles klar. Okay, okay, ich verstehe. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Ja, wir werden Sie hier lebend rausholen. Alles gut, wir werden Sie hier lebend rausholen. Okay. Ich will den Wagen vor der Tür haben. Okay. Machen Sie es auf, dass ich ihn sehen kann. Okay, alles gut, alles gut. Warte mal, oh mein Gott, da steht das Auto. Das Auto ist da. Okay, hier, die Tür ist auf. Sehen Sie das? Der blaue M4. Der machen Sie schnell zu, die Tür. Sie kriegen den blauen M4. Du im Roten. Du darfst gehen, ja? Okay, so, gib mir die Geisel im Roten. Steig auf, Junge. Okay. Oh, danke. Okay, okay, okay. Sehr gut. Sir, erstmal rausgehen mit ihm. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Leute, ich will den auf keinen Fall entwischen lassen. Ich muss jetzt nochmal mit unserem Chef sprechen. Sir, Sergeant, Sir, ich erbitte darum, das Gebäude... Sehr gut gemacht, der Erste. Eine Geisel ist noch drin, aber ich vermute, er will die Geisel mitnehmen als männliches Schutzschild. Ich erbitte um Erlaubnis, das Gebäude zu stürmen. Ja, das wäre eine Option. Versuchen Sie, durch den Hintereingang jetzt durchzuschleichen. Okay, Sir, ich werde meine Waffen wieder aufrüsten. Aber auf meinen Befehl erst wenn Sie ihn in Position haben, Okay. Stoppen Sie durch. Okay, alles klar, Sir. Gut, Leute, wir schnappen uns jetzt mal wieder unsere Waffen hier raus. Oh mein Gott, Leute, wir dürfen das Gebäude jetzt stürmen. Wir sind hier komplett ausgestattet. Wir gehen jetzt ins Gebäude rein. Ich hoffe, der Typ, der Einbrecher, hat nicht gelogen, Leute. Und da sind keine weiteren Einbrecher hier am Start. Weil wenn da weitere sind, dann könnte das hier echt in der Schießerei enden. Und wir könnten unsere Geisel verlieren. Okay, Freunde, wir werden jetzt das Gebäude stürmen. 3, 2, 1 und wir gehen rein. Oh mein Gott, da sind noch mehr von den Clowns. Check, check, check. Check, Verdächtigen ausgeschaltet. Es handelt sich um mehrere Geiselnehmer. Check, rein da. Ich versuche ihn abzulenken. Okay, alles klar, check. Alter, Leute, der Typ hat uns angelogen. Es geht hier um mehr. Es sind mehrere Einbrecher. Hier ist auf jeden Fall gleich bereit. Oh, Leute. Wir schicken gleich noch eine Person rein. Oh, okay, das gibt... Oh mein Gott, da sind noch mehr. Wir müssen die leise ausschalten mit Schalldämpfer. Okay. Beide weg. Sehr gut. Weiter vorrücken. Leute, die haben die ganze Bank hier lahmgelegt, diese Einbrecher. Es ist jetzt nur wichtig, wir dürfen auf gar keinen Fall die Geisel verlieren. Wir gehen hier mal runter. Mal gucken, ob wir hier noch mehr Leute finden. Wir dürfen auf gar keinen Fall bemerkt werden. Wir müssen sehr leise sein hier mit Schalldämpfer. Okay. Check. Bankbereich gesichert. Check. Okay. Check. Haben Sie Sicht auf die Person mit dem Verdächtigen, mit der Geisel? Check. Okay, er fragt, ob wir Sicht auf die Geisel haben. Ich glaube, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Warte mal, der ist nicht mehr hier, Leute. Wir sind im Eingangsbereich und ich sehe die nicht mehr. Check, Geiselnehmer ist weg, check. Check, nicht schießen. Er ist hier draußen mit der Geisel. Er ist draußen? Oh, Leute, die müssen schnell raus. Die Geisel ist im Auto, check. Oh mein Gott, er hat die Geisel. Achtung, er darf nicht mit der Geisel wegkommen. Die Geisel muss unverletzt bleiben. Das ist ein wichtiger Politiker. Ist das ein Politiker? Okay, warte, ich fahre hinterher im FLB-Fahrzeug. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen da jetzt ganz schnell hinterher. Die Einsatzfahrzeuge sind nicht unbedingt die sportlichsten, aber wir können damit, glaube ich, den gut wegschrauben. Check, Verdächtiger fährt Richtung aus der Stadt raus, Richtung Winewood-Schild, raus aus der Stadt. Check, ich wiederhole, raus aus der Stadt. Okay, guter Call. Oh mein Gott, Leute, er fährt aus der Stadt raus, wir müssen unbedingt hinterher. Oh, er muss hier irgendwo vor uns sein. Ah, da ist er, Leute. Oh nein, ich bin gecrashed. Okay, warte, er ist vor mir. Da ist er. Oh mein Gott, wir werden das Feuer öffnen. Er will stehen. Oh nein, er haut schon wieder ab. Aber die Geisel ist raus. Der Politiker ist draußen. Check. Jetzt können Sie komplett Feuer öffnen. Ich wiederhole. Oh mein Gott, ihr habt's gehört. Wir dürfen jetzt das komplette Feuer öffnen, weil die Geisel ist auf jeden Fall in Sicherheit. Aber wo ist der hingefahren? Warte mal, ich bin noch beim FIB. Ich kann doch hier ein bisschen Unterstützung anfordern. Ach nee, da vorne ist er. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einen Funkspruch absenden. Ich will hier Unterstützung haben, Leute. Check. Er bittet Unterstützung. Einmal bitte Polizeieinsatz. Check. Ich brauche sofort Unterstützung. Check. Oh mein Gott. Oh, ey, Leute. Guck mal, da kommt schon die Luftunterstützung. Die Helikopter sind schon am Himmel. Okay, Leute, der Typ wird uns auf gar keinen Fall entkommen. Der rechte Reifen ist platt. Der rechte SWAT-Einheit macht die Straßensperre. Check. So, jetzt werden wir den hier, zack, hier einmal alle Reifen glatt schießen. Alter, schaut euch das mal an, wie viel Polizei auf einmal hier ist. Als SWAT-Einheit können wir richtig viel Unterstützung rufen, das ist ja übelst krass. Niemand raubt hier in meiner Stadt die Bank aus und holt hier Geisel, Leute.
Jetzt reicht's. So, stoppen Sie sofort das Fahrzeug. Okay, das Fahrzeug brennt schon. Das ist sehr gut. Weiter feuern. Weiter auf das Fahrzeug feuern. Verdächtiger hat das Fahrzeug verlassen. Oh, Leute, den Fahrzeug. So, sofort Waffe weg. Feuer einstellen. Die Kollegen. Ja, so. Bitte, die Kleine zurück. So, Sie sind verhaftet. Sie sind verhaftet wegen Banküberfall und Freiheitsberaubung im Staat Los Santos. Einsteigen. So, Leute, den können wir jetzt direkt schön ins Gefängnis bringen. So, schön einsteigen. Mach keine Faxen, Junge. Wir sind hier eh direkt schon in der Nähe vom Gefängnis. So, da kannst du jetzt auf jeden Fall drin bleiben, bis du hier grün wirst, ne? Nein, bitte. Lassen Sie mich da aus. Bitte. Komm schon. Wuhu, lass uns spielen. Bitte. Junge, du Psychopath. Du gehst jetzt erstmal ins Gefängnis, Junge. Oh Gott, wie fahr ich denn hier, Leute? So, zack. Natürlich gehört es auch zum SWAT dazu. Hallo, ey. Schön drin bleiben. Natürlich gehört es auch zum SWAT dazu, die Gefangenen natürlich auch direkt hier beim Staatsgefängnis abzuliefern. Wir machen natürlich hier auch noch direkt die Verhaftungen. So, jetzt rein da, keine Faxen machen. Ja. So, ich werde dich jetzt hier den Behörden übergeben. So, einmal hier durch den Metalldetektor. So, sehr gut. Und so, jetzt einmal noch hier die Tür durch. Perfekt, Leute. Okay, den haben wir ins Gefängnis gebracht. Alles Weitere werden hier die Gefängnisaufseher mit dem Typen besprechen. Aber sehr gut, wir haben auf jeden Fall die Geisel gerettet und haben den Banküberfall verhindert. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal funken, ob es noch einen weiteren Auftrag für uns gibt. Check, check, Alchemics an Zentrale. Gibt's weitere Aufträge? Check, check, erstmal nicht. Fahren Sie erstmal zurück zu der Garage. Wir haben eine Überraschung für Sie. Check, check. Boah, wir kriegen eine Überraschung, Leute. Gut, wir fahren erstmal zum FIB-Gebäude zurück. Let's go, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir fahren jetzt wieder ins FIB-Gebäude zurück. Ich bin gespannt, was ich für eine Überraschung bekomme. So, wir fahren hier einmal rein. Zack. So, Sir, Sergeant, Sir, ich bin wieder zurück. Guten Tag, mein Name ist FIB, President Chief, das vierte. So, wir müssen einmal mitkommen. Okay, Leute, wo müssen wir denn jetzt hier mitkommen? Ich dachte, ich kriege eine Überraschung jetzt hier. So, bevor Sie Ihre Überraschung bekommen, haben wir einen Einsatz bekommen, der noch viel bedeutsamer ist. Und zwar müssen Sie zum Airport fahren. Da haben wir einen Aufstand. Der Präsident ist gelandet. Was? Beruhigen Sie den Aufstand und nehmen Sie den Präsidenten schön mit in Ruhe zu uns. Okay, alles klar, Sir, ich bin auf dem Weg. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Das ist ein übelst krasser Auftrag jetzt hier. Alle Einheiten, auch die Armee wird eingeschaltet. Oh mein Gott, sogar das Militär wird eingeschaltet, Leute. Wir haben jetzt hier so einen krassen Wasserwerfer bekommen. Wir sollen zum Flughafen fahren, weil da ist der Präsident gerade gelandet. Und da ist ein Aufstand, Leute. Das heißt, es geht jetzt hier wirklich um das Leben des Präsidenten. Wir müssen den Aufstand niederknüppeln und den Präsidenten in Sicherheit bringen. Wir fahren jetzt mal direkt zum Flughafen, Leute. Let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier am Flughafengelände angekommen. Mal schauen, wo die Maschine des Präsidenten gelandet ist. Der Präsident hat eine Rede, check. Wow, okay. Prüfen Sie nach, dass keiner pöbelt oder zu laut wird, check. Okay, Leute, wir checken das. Guck mal, da hinten ist sogar wieder ein Helikopter im Einsatz. Wow. Okay, da ist gerade der Präsident gelandet, Leute. Wir sollen jetzt hier gucken, dass die Leute sich hier ruhig verhalten, weil der hält hier gerade eine Rede. Okay, wir checken das jetzt mal hier. Gut, Freunde. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Ich bin der Präsident von Los Santos und ich bin der für Ihre Frage. Alles, was Sie wissen wollen. Oh mein Gott, Schießerei! Du Leute, wir müssen den Präsidenten... Oh mein Gott. Irgendjemand hat es auf dem Präsidenten abgesehen. Check, zum Präsidenten. Check. Oh mein Gott, Leute, müssen wir uns sofort den Präsidenten stoppen. Anschlag, Alter, Präsidenten. Jetzt der Anschlag. Oh mein Gott, alle drehen hier durch. Wo ist der Präsident, Leute? Hier in dem roten. Präsident, steigen Sie ein. Mr. Präsident. Oha. Ey, Leute, was ist das denn? Wir müssen hier sofort den Präsident in Sicherheit bringen. Alter, Leute, was passiert hier? Check, sofort wegfahren. Check, sofort. Oh mein Gott, warum schießen hier die eigenen Polizisten auf mich? Was denn hier los? Ja, scheinbar bei der Armee jemand falsch oder bei der Polizei jemand falsche Füchse. Wir haben einen Maulwurf im Team, Sofort rausfahren. Oh mein Gott, ich glaube, da sind Attentäter bei der Polizei, die den Präsidenten hier gerade ausschalten wollten. Oha, das ist gar nicht gut. Bringen Sie sofort den Präsidenten zum FIB-Gebäude und lassen Sie sich von niemandem abhalten. Check. Ich bringe den Präsidenten zum FIB-Gebäude. Oh mein Gott, Leute. Hä, warum habe ich jetzt 5 Sterne bekommen? Check. Bleiben Sie nicht stehen. Check. Sofort den Präsidenten ins FIB-Gebäude fahren. Alles klar, ich verstehe. Hey, die haben sogar Wasserwerfer, die gegen mich einsetzen. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Putschversuch von der Polizei. Die wollen hier den Präsidenten ausschalten. Nur das FIB ist wirklich noch auf der Seite des Präsidenten. Okay, wir müssen jetzt hier sofort den Präsidenten in Sicherheit bringen. Wir haben 5 Sterne.
Die ganze Stadt hier sucht nach uns. Vor uns ist zum Beispiel auch ein Polizeiwagen, aber wir haben eine BAM! Wasserwerfer! Jack, fahren Sie schneller! Jack, passen Sie auf! Jack! Ja, okay, die sind überall, Leute, die sind hier wirklich überall! Okay, wir müssen jetzt natürlich überlegen, wie kommen wir jetzt am besten zum FIB-Gebäude, ohne hier von der Polizei gestoppt zu werden. Was? Guckt euch das hier mal an! Boah, die haben die riesen Einsatzfahrzeuge! Oh mein Gott, Leute! Ey, das ist doch nicht normal! Wir sind doch hier, um den Präsidenten zu beschützen! Warum haben wir denn jetzt hier 5 Sterne? Wir gehören doch zu den Guten! Ey, Leute, irgendwie, ich glaube, die Polizei ist echt geschmiert oder so. Die Polizei ist auf jeden Fall geschmiert. Okay, wir bringen den jetzt mal schnell in Sicherheit zu. Komm hier. Bam! Zum Glück haben wir so ein krasses OP-Fahrzeug, so ein Rambock hier. Oh, weiter geht's. Präsident, halten Sie sich gut fest. Okay. Bringen Sie ihn in Sicherheit, sofort. Die Polizei ist gegen uns. Ich bin auf dem Weg. Oh, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Guck mal, hier unten kann ich mich verstecken. Da wird mich der Helikopter jetzt auch nicht sehen. Oh, okay, wir werden die 5 Sterne los. So können wir die loswerden, Leute. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Die 5 Sterne sind weg. Der Präsident ist in Sicherheit. Wir werden den jetzt mal bei unserem Chef abliefern. So, alles gut, Präsident. Beruhigen Sie sich. Was war das für eine Aktion? Was ist mit der Polizei? Ich weiß es nicht. Irgendjemand bei der Polizei hat auf jeden Fall ist auf jeden Fall gegen Sie. Das kann man so sagen, Herr Präsident. Bringen Sie mich dringend zum FIB, bitte. Ja, okay, alles klar, Leute. Wir sind jetzt hier gleich beim FIB angekommen. Oh, Leute, okay, wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt hier mal rein beim FIB. Okay, Sir, steigen Sie aus, Herr Präsident. Check, bringen Sie den Präsidenten hoch ins FIB-Gebäude. Check. Ich muss ihn hochbringen. Okay. So, mitkommen, Herr Präsident. Mitkommen. Okay, wir bringen ihn jetzt mal auf sicher hier rein, Leute. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Wir müssen natürlich hier checken, dass hier kein Attentäter oder so ist. Okay, kommen Sie mit. Wir müssen hier durch den Durchgang durchgehen. Schnell, Leute. Wir gehen da jetzt mal rein. Okay, Herr Präsident, wir haben es geschafft. Wir sind beim FIB. Sie sind ab sofort in Sicherheit. Okay, Leute, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier zur Millionär-SWAT-Einheit kommen. Leute, wo sind meine ganzen Kollegen? Jack. Wo ist mein Chef? Wir haben ein kleines Problem. Check, hören Sie uns. Warten Sie mal, Präsident. Bleiben Sie stehen. Check. Ja, was ist das Problem? Check. Check, wir wissen nicht gerade. Check, beim FIB wurden authentifizierte Leute eingetragen, die nicht dazugehören. Check. Gucken Sie, ob in dem Lokal jemand drin ist. Check. Okay, danke schön. Okay, Leute, ganz komisch. Ich glaube, irgendwie der Präsident ist in Gefahr. Wir haben jetzt hier gerade gesehen oder gehört, dass hier irgendwie Leute das Gebäude betreten haben, die eigentlich nicht authentifiziert sind. Ich habe mein Paket da unten. Leute, was ist das hier für ein Paket, Leute, was an meinem Bürotisch hier liegt? Was ist das? Hä? Oh mein Gott! Oh, Leute, oh, was ist passiert? Alter. Leute, mein Funkgerät. Check, Funkcheck. Es war eine Explosion, eine Falle hier in meinem Büro. Check. Geht weiter hoch, es sind noch mehr Bomben hier. Nimm den Präsidenten und spring. Oh mein Gott, was? Es sind noch mehr Bomben hier drin. Leute, guckt euch mal an, das ganze FIB-Gebäude ist kaputt. Wir sollen den Präsidenten retten und springen. Präsident, leben Sie noch? Sind Sie noch da? Was ist passiert? Okay, der Präsident ist noch bei Bewusstsein, aber er ist stark verletzt, Leute. Wir müssen ihn jetzt schnell ins Krankenhaus bringen. Okay, Präsident, ich werde Sie jetzt hier rausbringen. Aber es gibt nur einen Weg, der hier rausführt. Wir sind eingesperrt, Leute. Wir können hier nicht durch die Tür gehen, weil die Tür mit Trümmerteilen hier zu ist. Wir müssen hier rausspringen, Freunde. Zum Glück habe ich bei der SWAT-Einheit gelernt, wie man Fallschirm springt. 3, 2, 1. Oh mein Gott, hinter uns ist nochmal explodiert. Wir müssen den Fallschirm aufmachen. Präsident, ich hab sie. Alles ist gut. Oh mein Gott, das war... Oh mein Gott, Leute. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wo ich den hinbringen soll, weil der Polizei können wir ja auch nicht vertrauen. Die wollen den Präsidenten ja auch ausschalten. Wir müssen ihn sofort irgendwo unterbringen, Leute. Oh mein Gott, wo er in Sicherheit ist. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich werde am besten ein Auto hier beschlagnahmen. Präsident, ich werde sie in Sicherheit bringen. Oh mein Gott. Okay, Präsident, keine Sorge. Wir werden hier das Auto beschlagnahmen. Leute, keine Ahnung, was hier abgeht. Wir müssen ihn aber sofort erstmal ins Krankenhaus bringen und das Krankenhaus natürlich bewachen. So, schnell. Spring an, Leute. Oh, und schnell ins Krankenhaus. Okay, Herr Präsident, keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Ich werde dafür sorgen, dass es Ihnen gut geht. Okay. Schnell, Leute, hier rein. Oh, Leute, schnell ins Krankenhaus. Okay, wir werden ihn jetzt mal hier ablegen, Leute. Okay, Freunde, ich glaube, hier wird sich um den Präsidenten gekümmert. Sehr gut, wir haben es geschafft. Oha, Leute, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, wer dahinter steckt. Hä? Leute, was ist das denn? Hallo? Gute Arbeit, Herr Crimex. Ich bin James, der FIB-Manager. James, kommen Sie mal hier in die Sonne. Hier. Fahrzeug. Ja, ich nehme das hier mit. Hat der gerade gesagt, für mich ein Fahrzeug? Leute, das ist ein goldener Bugatti.
So, Sir, das ist ein goldener Bugatti mit blauen Akzenten. Blau steht für FIB. Sie haben sich das Ganze verdient. Sie sind jetzt offizieller Member des Millionärs-SWAT-Teams. Alter! Deswegen bitte ich Sie jetzt erstmal in Ruhe nach Hause zu fahren. Morgen reden wir über alles Weitere. Ich kümmere mich um den President. Oha, vielen Dank, Sir. Alter, Leute, habt ihr es gehört? Wir haben als Belohnung, weil wir den Präsidenten beschützt haben, den krassen Bugatti bekommen. Oha, Leute, wir gehören jetzt zur Millionär-SWAT-Einheit. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei der Millionär-SWAT-Einheit ist, Leute, dann lasst jetzt an der Stelle hier ein Like und ein Abo da. Dann werden wir dann nächstes Mal nämlich weiterspielen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax.